Herzlich willkommen in Schweden. Heute ist unser zweiter Tag in Schweden. An diesem wundervollen See haben wir heute Nacht gezeltet und in diesem Video nehmen wir euch die nächsten 7 Tage mit uns mit auf Fahrradweltreise durch Schweden. Viel Spaß! Vor 2 Tagen sind wir in Schweden angekommen, mit der Fähre von Dänemark aus und dann in Schweden in der Stadt Heimstadt. Und ja, jetzt sind wir schon ein kleines Stückchen Richtung Norden gefahren. Und für die nächsten Tage, ja, steht jetzt an, ordentlich ein paar schöne weite Wälder, ein paar geile Seen, an denen wir entlangfahren werden. Und natürlich hier kleine schwedische Dörfer mit den roten und gelben Häuschen. Sieht schon alles ziemlich cool aus. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf Schweden und sind gespannt, was uns hier jetzt, ja, insbesondere in den nächsten 7 Tagen mit euch zusammen erwartet. Und weil die Frage sowieso irgendwo in den Kommentaren landen wird, nehme ich sie hier jetzt vorweg. Warum sind wir jetzt auf einmal in Schweden? Im letzten Video waren wir doch noch in China. So, ich erkläre es noch einmal. Wir hängen mit unserem Videomaterial ein bisschen hinterher, ungefähr 1 Jahr. Die Videos, die ihr jetzt aus China seht, die haben wir vor ungefähr einem Jahr, Mitte 2019 aufgenommen und kommen erst jetzt dazu, das Videomaterial abzuarbeiten. Nach und nach werden wir die Videos abarbeiten und langsam aber sicher werden wir das Videomaterial aufholen. Und jetzt zwischendurch zur Auflockerung gibt es einfach mal ein aktuelles Video aus Schweden. Unser Plan ist jetzt, durch Schweden zu fahren bis nach Stockholm. Von dort aus wollen wir mit der Fähre nach Finnland, da noch ein paar Tage verbringen. Und von Helsinki geht unsere Fähre nach Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Und da wollen wir eine Winterpause einlegen, um die Videos abzuarbeiten, damit ihr nicht mehr verwirrt seid. Das war Tag Nummer 1. Wir sind 75 Kilometer gefahren. Hier schlagen wir unser Zelt auf, kochen Linsensuppe und gehen schlafen. Morgen geht's weiter. Heute Nacht gab es den ersten Frost. Ui. Etwas früher als erhofft. Aber die Nacht war okay. Die Schlafsäcke waren warm. Das hier ist der Bahntrassenradweg von Ambjörnab bis nach Ulricehamn und ja, das ist unsere Strecke für heute. Heute Abend wollen wir in Ulricehamn ankommen, es sind ungefähr 40 Kilometer, chillige Etappe und ja, so wie ich das gesehen habe, die ganze Zeit auf diesem Radweg. Okay, ein kurzer Zwischenstopp. Früher als geplant eigentlich. Ein Supermarkt und heute kommt den restlichen Tag bis nach Ulricehamn keine größere Stadt, deswegen kaufen wir hier jetzt zum Mittag ein. Es ist schon ziemlich interessant, wie unterschiedlich Radreisen sein kann. Ich habe eben gedacht, jetzt fahren wir hier auf diesem Radweg, sind komplett alleine, nur Natur. Wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit unserer Tour durch Indien, wo wir zum Teil ja auf großen Hauptstraßen gefahren sind, um halt irgendwie ja, schnell durchs Land zu kommen, weil es halt zum Teil einfach irgendwie zu krass war. Und wir dabei halt von Hunderten oder Tausenden von Menschen eigentlich tagtäglich, ja, ich sag mal, angesprochen wurden oder interagiert haben. Und ja, hier ist man jetzt komplett alleine. So interessant, wie unterschiedlich das Radreisen sein kann. Oder zum Beispiel auch in Usbekistan haben wir eigentlich nur geguckt, dass wir von Stadt zu Stadt kommen, weil da halt ja diese wunderschönen alten Städte aus den Zeiten der Seidenstraße zu sehen sind und ja, wir das halt unbedingt sehen wollten. Da ging es halt dann darum, nur zwischen den Städten hin und her zu kommen. Und hier jetzt, ja, fährt man einfach durch die Natur, durch den fetten Wald, auf diesem alten Bahntrassenradweg. Schon ziemlich cool. Hat auf jeden Fall alles was. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was mir am besten gefällt. Also, oder ja, am besten, genau, oder das ist halt das Coole dabei, dass Radreisen halt ja so dermaßen unterschiedlich sein kann, oder? Ja, dass man quasi seine Ruhe hat und schön durch Landschaften fahren kann oder man so viel Menschen kennenlernen kann oder so viele unterschiedliche Städte sehen und so alles hautnah erleben. Das ist echt schon spannend. Hier proben wir auf einen Elch natürlich. Genau. Ja, das ist das Coole. Das hast du gut gesagt, finde ich, dass man alles hautnah erleben kann. Egal, wo man dann seinen Fokus jetzt drauf setzt. Hier die Natur hautnah oder Indien, die Menschen hautnah oder was weiß ich, in anderen Ländern die Kultur oder die Geschichte hautnah. Mit dem Fahrrad ist man immer hautnah direkt da am Geschehen. Das ist das Coole. Zweite Mittagspause. Mit Ausblick. Noch besseren Ausblick, oder? Ja. Das Ach, erste war auch schön. Das ist überall schön. Wir sind in Ulricehamn angekommen, wie die Stadt richtig heißt, wie wir gerade festgestellt haben. Wir sind jetzt gerade einen letzten kleinen Berg hochgefahren und noch 500 Meter bis zu unserer Ferienwohnung. Olga hat uns vor ein paar Tagen hier eine Ferienwohnung rausgesucht, wo wir 2 Tage, 2 Nächte bleiben werden und ja, vor allem arbeiten werden. Aber das zeigen wir euch gleich nochmal alles. Willkommen in unserer Ferienwohnung für die nächsten 2 Tage. Ich mache eine kleine Führung für euch, was wir hier haben. Ein großes Schlafzimmer mit so einem Doppelbett. Eine Dusche, was gerade sehr notwendig ist. Eine Woche schon nicht geduscht. Die Waschmaschine und Trockner, das passt auch perfekt, können wir alles waschen. Und ein großes Wohnzimmer und eine große Küche zum Kochen und Arbeiten und noch eine Terrasse mit einem schönen Ausblick. Jo, cool, richtig fett. Ich sehe die Wohnung jetzt auch das erste Mal. Überraschung! Hat Olga ausgesucht. Und ja, was kostet die Wohnung? 110 Euro, ne? 10 Euro, so ein bisschen mehr oder weniger mit den ganzen Gebühren und so. 55 Euro die Nacht, ja, ist nicht unbedingt in unserem Budget, ist eigentlich echt ein bisschen teuer, aber ja, wir haben es uns jetzt gegönnt, um halt hier in Ruhe ein bisschen arbeiten zu können, denn ja, das ist ja eine Sache, die man in den YouTube-Videos meistens nicht so richtig sieht. Ihr seht uns den ganzen Tag nur Fahrrad fahren, aber ja, jeden Sonntag gibt es ein neues Video und irgendwann müssen wir das ja auch mal schneiden und ja, da nehmen wir uns jetzt hier die Zeit für, um ja, das Video für morgen, also heute ist quasi Samstag, das Video für morgen fertig zu machen. Das habe ich schon einen Tag dran gearbeitet, jetzt müssen wir noch die restlichen Sachen fertig machen. Ist ein bisschen knapp diesmal. Genau, müssen vielleicht nachts arbeiten, mal gucken. Ja, aber gut, haben wir uns so ausgesucht, ist so. Und vor allem heute Samstag gibt es auch den Livestream für unsere Unterstützer auf Patreon und unsere Kanalmitglieder auf YouTube. Ein riesen Dankeschön an jede Einzelne, wir haben das sehr zu schätzen und wir freuen uns auf den Live-Chat mit euch. Ja, vielen Dank an jeden Einzelnen, der uns da auf Patreon und auf YouTube als Kanalmitglied unterstützt. Ja, findet ihr alles unter dem Video, wenn ihr uns auch unterstützen wollt. Und ja, jetzt gehen wir erstmal duschen, holen die restlichen Sachen rein und dann gibt es nachher den Livestream. Okay, Tag Nummer 3. Wir sitzen ja an den Laptops und sind am Arbeiten. Ich habe mir gerade neues Videomaterial auf meinen Laptop gezogen. Wir haben heute Morgen Vlog Nummer 9 aus China veröffentlicht. Ich mache mich jetzt dran, bearbeite Vlog Nummer 10. Das ist ja meine Aufgabe für heute. Was machst du? Ich mache der feine Ausarbeitung von Mongolei-Videos, speichere noch ein paar Sachen auf Cloud und heute Abend wollen wir noch eine Pizza machen. sieht's aus. Das ist unsere Pizza. Einmal mit, jeweils mit Antipasti, einmal mit Auberginen und solchen kleinen Paprikas und Zwiebeln. Und einmal mit Kürbis, Oliven, Zwiebeln und Cashew-Mousse. Käse, wahrscheinlich, würden die meisten sagen. Keine Ahnung. So macht man Pizza im Jahr 2020, ja? Mit Gemüse und Cashew-Mousse. Sowas ist das nämlich. Geile Sache. Hammer! So, ab dafür. Guten Appetit. Guten Appetit uns. Lass mich schmecken. Guten Appetit. Tag Nummer 4. Die Arbeitspause war sehr produktiv. Wir haben uns gut ausgeruht, aufgewärmt, geduscht, gewaschen, gute Sachen gekocht und sind jetzt wieder frohes Mut auf der Straße. Die Sonne scheint. Mal gucken, was jetzt auf uns noch zukommt. Und ich habe mich rasiert. Die wichtigste Mission, die wir hier auf Social Media verfolgen, ist euch zu motivieren, auch rauszugehen und eine eigene, wundervolle Radtour zu unternehmen. Dafür haben wir jetzt auf Facebook eine neue Gruppe erstellt, in der wir in Zukunft unser Wissen teilen wollen und euch Inspiration für eigene Touren geben. Wenn du Bock auf dein eigenes Fahrradabenteuer hast, komm jetzt in die Facebook-Gruppe Rausgefahren, Radreiseplanung und Inspiration. Wir sehen uns dort. Das Foto haben wir vor ein paar Tagen in Schweden aufgenommen. Eine gute Destination für eine erste längere Radreise. So, der heutige Post für Instagram und Facebook. Ab geht's. Und dann packen wir die Sachen und weiter geht's. Vor ein paar Wochen haben wir die Dokumentation The Social Dilemma auf Netflix geguckt und ja, die hat uns doch ziemlich zum Nachdenken angeregt. Es geht halt darum, ja, inwiefern die sozialen Medien in den letzten 10 Jahren unser alltägliches Leben verändert haben, ohne dass wir es halt, naja, so richtig wahrnehmen quasi, was da mit uns passiert. Also inwiefern quasi, ja, wir süchtig gemacht werden, um so viel Zeit wie nur möglich auf den sozialen Medien an unserem Telefon zu verbringen, damit die Firmen halt ja mit unserer Aufmerksamkeit mehr und mehr Geld verdienen können. Und ja, da sind wir natürlich auch voll drin, das muss man natürlich schon sagen. Also wir haben durchaus schon eine größere Social-Media-Reichweite und damit kommt natürlich auch wirklich eine entsprechende Verantwortung auf uns zu. Und ja, natürlich so euch gegenüber, sage ich mal, aber auf jeden Fall auch persönlich so. Wir haben das halt auch gemerkt, nachdem wir diese Dokumentation gesehen haben, so wie schockiert wir halt auch waren, wie sehr wir doch auch am Telefon hängen und auch durch unseren Facebook-Feed oder durch Instagram scrollen, ohne da wirklich einen großen Nutzen draus zu ziehen, einfach ja, gelinde gesagt, um Zeit totzuschlagen. Und das ist natürlich total abgefahren, gerade halt auf so einer krassen Reise, wie wir sie machen. Und man würde denken, man hat den ganzen Tag irgendwie spannende Abenteuer und voll viel zu sehen und alles ist voll krass und so weiter, aber ja, schlussendlich sind wir halt auch nur Menschen und auch wir wurden mehr und mehr davon gefangen, muss man schon sagen. Jetzt in letzter Zeit versuchen wir das halt drastisch zu reduzieren und vor allem, ja, was ich halt eben auch gesagt habe, wir wollen uns echt mehr darauf fokussieren, wirklich guten, inspirierenden und hilfreichen Content zu erschaffen, um halt euch, liebe Zuschauer und liebe Follower, auch aufs Fahrrad zu bekommen und auch ja, vom Bildschirm wegzubekommen und auch ein eigenes Fahrradabenteuer zu starten. Und das fängt jetzt an halt mit der Facebook-Gruppe und in Tallinn wollen wir auf jeden Fall vermehrt Content in die Richtung erstellen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben würdet, ob ihr Bock darauf habt, wie viele Leute es halt bei euch gibt, unter euch gibt, die gerne eine eigene Radreise starten würden, aber ja, die nicht unbedingt das Wissen dazu haben, was es dafür braucht. Natürlich ist das alles frei im Internet verfügbar, man kann das alles recherchieren und so weiter, aber es ist halt relativ zeitaufwendig und unsere Idee ist jetzt halt, das Ganze auf einem Ort zu bündeln quasi und knackig in einer coolen Art und Weise unser gesammeltes Wissen aus über 4 Jahren Fahrradweltreise jetzt euch zu übermitteln. Und ja, wäre cool, also das ist unsere Idee, wäre cool, wenn ihr jetzt mal schreiben würdet, ob da Interesse besteht, ob ihr Bock darauf habt, runter vom Sofa, weg vom Bildschirm zu kommen und rein in die Natur, rauf aufs Fahrrad und ein cooles Abenteuer zu erleben. Das ist der Plan. Jo, das ist der Plan. Geil. Gut, hier stellen wir unser Zelt jetzt auf. Ich habe vorhin ein bisschen was gefilmt, aber es war leider irgendwie im Timelapse-Modus, weil die Kamera sich irgendwie immer in den Timelapse-Modus stellt. Keine Ahnung, warum die das macht. Ja, deswegen gab es heute nicht so viel zu sehen. Naja, aber es war sowieso ein regnerischer Tag. Regnet immer noch. Ja, aber wir haben jetzt einen Zeltplatz gefunden. Wir bauen jetzt gleich Zelt auf und dann ist uns egal, ob das regnet oder nicht. Das stimmt. Okay, zurück auf die Straße. War jetzt nicht der schönste Zeltplatz, den wir hier gestern hatten. Hinter irgendeinem Holzhaufen hier, auf irgendeiner Wiese. Aber naja, kann nicht jeden Tag wunderschön sein und hat seinen Zweck erfüllt. Uff, okay. Den kleinen Pfad zurück auf die Straße. Und einige von euch haben sich wahrscheinlich schon gefragt, wie wir denn diese ganzen spannenden Szenen drehen. Zum Beispiel auch die hier. Die Kamera ist da irgendwie vor mir und man sieht gar nicht, wo sie fest ist. Ja, wir haben eine neue Kamera. bekommen von Insta360. Also das ist die Insta360 One R, eine 360-Grad-Kamera, die allerdings auch mit unterschiedlichen Objektiven ausgestattet ist. Die Kamera ist modular, man kann sie komplett auseinanderbauen. Das ist ziemlich cool. Also es gibt dieses 360-Grad-Objektiv und noch ein normales Objektiv mit einem 1 Zoll Bildsensor. Und das wechseln wir die ganze Zeit so ein bisschen durch. Und ja, bis jetzt ist die Kamera eigentlich ziemlich cool. Mit der Software, mit der Bedienung bin ich noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Das Touch-Display ist halt deutlich kleiner als bei der GoPro, die wir vorher hatten. Aber da muss man halt viel mit der App quasi machen dann am Telefon. Das ist noch ein bisschen tüdelig, wenn man halt irgendwie so viele Sachen ausprobieren will. Wenn man halt einfach nur ganz normal filmen will, dann geht's klar. Und ja, ich glaube, die Bildqualität ist halt ziemlich krass bei der Kamera. Das haben wir jetzt selber halt auch noch gar nicht gesehen. Also wir filmen halt die ganze Zeit nur bis jetzt. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie die Bildqualität so ist. Gut, so viel dazu. Weiter geht's. Gut. Und wie gefällt dir Schweden bis jetzt? Schön, viel Natur. Aber ja, natürlich kann ich mir vorstellen, der Sommer in Schweden ist noch geiler. Ja. Mal gucken, wie die weiteren Herbsttage zu uns sind. Am Anfang war es schön sonnig und warm. Dann war ein bisschen frischer. Gestern war ganzen Tag so verregnet, das macht natürlich die Stimmung so ein bisschen, aber ja, man hat immer die Höhen und Tiefen. Ja, absolut. Und es geht, also ich meine, es war so ein bisschen regnerisch gestern, heute ist es auch wieder bewölkt, aber ja, es regnet halt nicht in Strömen und es gibt keinen Wind und so, von daher ist schon alles ganz cool. Aber ja, im Sommer ist es definitiv noch cooler. Ich war halt schon sehr oft in Schweden tatsächlich mit meiner Familie im Sommerurlaub. Ich glaube 11 Mal war ich in Schweden schon. Ja, halt immer im Sommer 2-3 Wochen oder so, Ferienhaus gemietet, in irgendwelchen geilen Seen und so weiter, mit Motorboot, schwimmen gegangen, gelesen, gechillt, Sauna, Pilze sammeln, früher auch angeln. Ja. Ist schon ein ziemlich geiles Land, Schweden. Jetzt hier mit dem Fahrrad durchzufahren, bringt halt auch mega Bock. Gibt mir halt nochmal auch so eine andere Perspektive so ein bisschen auf das Land. Weil, ja, in dem Urlaub habe ich quasi sonst nicht so viele Sachen gesehen, sage ich mal. Oder ist ja auch immer so, sage ich mal. Also mit dem Fahrrad sieht man natürlich halt deutlich mehr. Wenn man jetzt halt 2 Wochen mit dem Fahrrad durch Schweden fährt, sieht man natürlich deutlich mehr, als wenn man 2 Wochen in einem Ferienhaus ist. Hat natürlich beides seine Daseinsberechtigung und ist beides cool. Aber ja, jetzt auf dem Fahrrad sieht man noch ein bisschen mehr. Und das ist cool. Da habe ich Bock drauf. Und heute kommen wir am Vetternsee an. Ne, Vetternsee. Vetternsee, genau. Am Vätternsee war ich schon. Der größte See Schwedens. Mal gucken. So, Mittagspause ist angesagt. Ziemlich coolen Platz hier gefunden. An einem See. Ist da vorne sogar einen kleinen Strand, wo man baden kann. Cool. Wow. Yeah. Das ist Schweden. Mega geiler See. Geile Wälder. Und eine gute Bank mit Essen. Zum Mittag heute gibt es die Reste von gestern mit Avocado und dann zweiter Gang gibt es noch Couscous mit Pesto und Gemüse. Und wie immer heißes Wasser in der Thermoskanne. Guten Appetit! Und noch was, ich habe vor kurzem neue Sticker designt. So ein Stickerboden, ein paar haben wir schon auf Michels Fahrrad verteilt, ein paar verteile ich jetzt auf meinem Fahrrad. Die kann man in unserem Etsy-Shop jetzt bestellen und sein Fahrrad damit schmücken oder andere Sachen, die überall hinkleben, wo man hin will. Es gibt Schafe im Zelt, es gibt unsere Fahrräder und es gibt unsere Rausgefahren-Logo. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt in der Stadt Jo angekommen und die Stadt liegt am Vetternsee und da vorne ist er auch schon. Kann man schon die ersten Blicke drauf werfen. Cool. Ja, hier gehen wir jetzt einkaufen und dann fahren wir noch irgendwie 15 Kilometer oder so. Da ist der Shelterplatz, die Schutzhütte, die wir uns rausgesucht haben. Und ja, dann gucken wir uns das da mal an. Ich glaube, hier sollte das auch schon irgendwie sein. Oder? Da vorne ist ein IKEA, ja. Okay, wir brauchen Wasser, deswegen sind wir zur Kirche gefahren, beziehungsweise zum Friedhof. Da gibt es immer Wasser. Egal wo man ist, auf einem Friedhof gibt es immer Wasser. Und die Frage, ob es noch an ist? Nein. Mist, wird zu kalt. Das war die letzten Tage schon das Problem. Das Wasser wird abgestellt auf den Friedhöfen. Gut, da vorne sind ein paar Häuser. Gucken, ob wir da was bekommen. Okay, noch ein kleines Stückchen weiter gefahren. Hier ist ein Rastplatz und da gibt es einen Wasserhahn. Ich habe gecheckt, ob der funktioniert. Ja, der funktioniert. Sehr cool. Vorne ist eine Karte. Nordwestra Götaland. Jo, das ist Schweden. Zentralschweden. Hier unten ist Göteborg. Jönköping. Jo, da sind wir. Hier glaube ich irgendwie sogar, ja. Jetzt fahren wir hier am Vätternsee Richtung Norden. Genau hier noch durch den Tivedens Nationalpark. Das steht noch für morgen an. Und dann geht es langsam weiter Richtung Stockholm. Das ist der Plan, genau. Heute Tag 6, ne? Morgen Tag 7. Morgen letzter Tag, aber ich glaube, das wird nochmal ein Highlight morgen. Durch den Nationalpark, entlang des Sees hier. Gibt es nochmal ein bisschen schöne Natur oben drauf. Aber jetzt geht es auch gleich erstmal zu der Schutzhütte. Ich glaube, das wird auch ziemlich cool. Boah, mega geil. In dem See da vorne, das ist nicht 200 Meter, das ist die Schutzhütte. Boah, mega idyllisch. mega. Uff, geht ein gutes Stückchen hier bergauf. Ich gucke erstmal zu Fuß. Ah ja, aber guck mal, hier gibt es schon mal Toiletten. Ah, nice. Sogar 2 Stück. Top. Okay, da oben soll sie sein. Okay, da hinten ist sie. Gerade schon gesehen. Können wir direkt mit den Rädern hinfahren. Super. Cool. Gibt sogar trockenes Holz und irgendwie so eine Art Ofen oder Kamin hier. Ah ja. Also hier gibt es so eine Feuerstelle. Geil. Hier gibt's Fett. Geil. Trockenes Holz. Boah, da kann man es schön reinlegen. Ja. Da können wir uns reinlegen und ein Feuer machen und das Feuer gucken. Oh, das ist schön. Oh, das ist richtig cool. Oh. Wow. Mega. Hallo. Tag 7 und zum Abschluss als letzten Tag dann nochmal ja, das Schönste an so einer Reise, nämlich die Flexibilität und die Freiheit. Wir haben beschlossen, wir machen heute einen Pausetag, wir bleiben hier. Diese Hütte mit dem guten Kamin. Das ist einfach sowas von mega schön hier. Wir haben gestern das Feuer gemacht. Sind dazu eingeschlafen mit Blick aufs Feuer und heute Morgen sind wir aufgewacht, es war ein bisschen regnerisch und ja auch relativ spät aufgewacht und dann gefrühstückt und dann irgendwann gesagt so, hey, vielleicht bleiben wir einfach hier, kuscheln uns schön in die Schlafsäcke, lesen ein bisschen, hören Hörbücher, gehen nachher nochmal in den Wald, suchen ein paar Pilze, gehen nochmal zum See, gucken uns das ein bisschen an. Ja, einfach ganz entspannt. Ich glaube, das tut uns auch gut. War schon doch auch ein bisschen ja, anstrengend, dieses Video, sage ich mal, jetzt so zu drehen. So wirklich 7 Tage lang ja, so ein bisschen den roten Faden irgendwie beizubehalten, so ein bisschen Skript irgendwie zu machen und so ein bisschen halt ja, die unterschiedlichen Dinge zu zeigen. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und ja, jetzt zeigen wir noch so ein bisschen. Mal gucken, was wir heute noch so treiben. Jetzt gehen wir, glaube ich, gleich erstmal in den Wald. Und gucken, ob wir was zum Abendessen finden. Genau, gucken, ja, ob es ein paar Pilze gibt, das wäre gut. Genau, Vorräte war natürlich alles nicht so richtig geplant, aber ein bisschen was haben wir noch. Wasser haben wir auch noch ein bisschen was, aber da werden wir dann wahrscheinlich nachher aus dem See was holen und das mit unserem Wasserfilter filtern. Ja, super, sehr entspannt. Nachdem wir den See umgelaufen sind, haben wir jetzt eins gefunden, was ja auch vor uns schon mal gefunden wurde. Aber ich glaube nicht, dass es Steinpilz, weil der Geld drin ist. Ist das so eine Maronengeschichte? Wir nehmen den Mitteln bestimmen. Gucken, ob wir mehr davon finden. Ja. Cool, Pfifferlinge. Yeah, man muss nicht weit von dem Haus laufen. Der Glück ist immer nah. Da ist noch einer, aber nicht so viele. Na gut, aber... Ah, obwohl, doch, guck mal, da vorne sind auch noch welche. Das ist nicht so schön. Guck mal, hier sind noch ein paar. Ja, aber die sehen alle nicht so schön aus. No, wieder zu Hause. Jo. Mit nicht so guter Ausbeute. Okay, jetzt gibt's Mittagessen. Ja. Ah, sehr gut. Was gibt es? Couscous. Couscous. Mit? Pasta und Gurke und Tomaten. Ah ja, okay, da haben wir sogar noch ein bisschen was. Ja, das Abendessen sieht ein bisschen magerer aus. Also wir haben für heute Abend ein halbes Paket Spaghetti, Knoblauch, Öl und zwei oder drei Pilze. Na, gucken wir mal. Gut, das war's. Es ist jetzt langsam Abend. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen gelesen, ein bisschen Hörbuch gehört. Ein paar von den Aufklebern schon vorbereitet in die Briefumschläge. Die können wir dann morgen verschicken. Da wurden schon ein paar bestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt haben wir wieder den Kamin angemacht und ja, machen uns wieder einen ganz entspannten Abend. Kochen gleich ein kleines Abendessen, ja, nicht, na, es gibt Spaghetti mit Knoblauch und zwei Tomaten und eine Maronenrolling haben wir identifizierte Pilze, was wir gefunden haben, und ein Pfifferling habe ich gefunden. Ja, wir hoffen, euch hat dieser Einblick in unseren Alltag gefallen. Jetzt halt mal die längere Version, 7 Tage wirklich am Stück, wo ihr insbesondere auch gesehen habt, was es dann auch bedeutet, auf so einer Reise einen YouTube-Kanal zu haben und zu pflegen, wo wir da ja halt auch hier und da mal Pause machen müssen und uns ja irgendwie Lösungen suchen müssen, um die Videos zu bearbeiten und hochzuladen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Genau, dann geht's wieder ja zurück nach China quasi, die Videos, die wir jetzt bearbeitet haben. Also dann ja, weiter bearbeiten, und sobald wir in Tallinn sind, in Estland, das ist dann in einem Monat ungefähr, da wird es dann ja, auf jeden Fall ja, mindestens wahrscheinlich 2 Videos pro Woche geben. Schon. Ja, würde ich auch sagen. Jo, da könnt ihr euch drauf freuen. Da wollen wir ordentlich aufholen. Absolut, genau. Wir genießen jetzt den Abend mit Lagerfeuer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst bitte einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ja, dann ciao. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao.